Wir leben heute so gut wegen des Fortschritts des letzten Jahrhunderts. Auto, Fliegen, Reisen, Handy, Gesundheitswesen, hat sich alles in den 100 Jahren verändert. Von 2000 bis 2014 hat derselbe technologische Fortschritt nochmal stattgefunden, weil jede Idee die Erfindung der nächsten Idee bestreut. Von 2014 bis 2021 wird das nochmal stattfinden. Also jetzt sind 7 Jahre Fortschritt des letzten Jahrhunderts. Und in wenigen Jahrzehnten werden wir alle 2-3 Monate den Fortschritt des letzten Jahrhunderts erleben. Also dann gehen Sie 2 Monate in Urlaub, kommen zurück und haben 200 Jahre verpasst. Ne? Muss man sich einfach mal so vorstellen. Also ich bin leider nicht an Fantasielosigkeit, aber es fällt mir immer schwer, mir vorzustellen. Aber genauso wird es sein. Deshalb die Geschwindigkeit, ja. Wenn die Leute sagen, es geht so schnell, sage ich, so langsam wie jetzt wird das nie mehr. Also müssen wir uns fragen. Zweitens, vor der Bildung kommt noch was, Energie. Weil alles Leben startet mit Energie, das fängt mit der Muttermilch an, die wir zu uns nehmen. Das geht dann später weiter und das Letzte ist dann der Verbrennungsofen, wenn wir dann wieder eingeliefert werden. Ja, also unser ganzes Leben ist Energie. Und das Erste, was wir brauchen, ist Strom. Deshalb unterstützen wir im Moment den Aufbau von Solarcontainern, Photovoltaik-Containern, die zwei Dinge machen. Strom in die Dörfer bringen, die sonst komplett alleine sind. Und zweitens Satelliten empfangen. Also wir können damit Satelliten. Und der Strom führt dazu, dass die Fernseher sich kaufen. Und die sitzen nicht mehr im Dunkeln abends in der Mitte. Und auf einmal können die was anderes tun, als Nachwuchs produzieren. Und dann kommt die Schule. Und wir machen jetzt ein Projekt, da stellen wir neben die Schulen Brunnen. Weil viele Kinder dürfen nicht zur Schule gehen, weil die müssen Wasser holen. Das ist teilweise, müssen die 3-4 Stunden gehen, eine Richtung und kommen dann wieder 3-4 Stunden. Jetzt haben wir die Brunnen neben die Schulen gebaut. Dann dürfen die zur Schule gehen und dann wird wieder Wasser holen. Das war eine ganz simple Maßnahme, da muss man aber erst mal drauf kommen. Ja, war mir auch nicht so klar. Und diese Mechaniken, die müssen wir suchen. Und Sie haben vollkommen recht. Ohne Bildung geht das nicht. Und das Zweite ist die Gleichstellung zwischen Mann und Frau. Das ist ein langer Weg, weil also speziell in verschiedenen muslimischen Ländern ist das noch ein echtes Thema. Aber ich bin der festen Überzeugung, das wollen wir und das können wir hinkriegen. Weil wenn die Kinder aufgeklärt sind und entwickeln, ne, ob jetzt durch Fernsehen oder auch durch andere Medien und die Schule, das hilft unheimlich. Und das wird dann den wirklichen Satelliten wieder verfolgen und in den nächsten Jahren wieder wurschtlich entwickelt. Thema Marshallplan mit Afrika, das ist eine Initiative, die inzwischen, also ich hatte am Montag das Vergnügen in Berlin unseren Entwicklungsminister, den Gerd Müller, den Präsidenten vom Club of Rome, den Herrn Weizsäcker und den Herrn Rademacher, Professor Rademacher zu sehen, die da sehr viel schon tun und diesen Marshallplan mit Afrika auch in die Politik gebracht haben. Also die deutsche Bundesregierung, Frau Merkel, die Person unterstützt den Bereich. Sie war jetzt ein paar Mal unten in Afrika, um genau solche kleinen Initiativen aufzulassen, ein bisschen die Korruption in verschiedenen Ländern. Wir versuchen das halt so zu machen, dass halt Korruption praktisch nicht möglich ist. Wir wollen, dass der Wald nachher sich selbst gehört. Wir entwickeln dazu eine Blockchain, dass der Wald eine Rendite erzielt und für sich selber eigene Erträge gewinnen kann. Ein ziemlich spannendes Softwareprojekt, das wir unterstützen. Und dann versuchen wir diese Dinge nach und nach nach vorne zu bringen. Das Entwicklungshilfeministerium überlegt im Moment Milliardenhöhe zu investieren, also richtig als Aufforsten von Wald. Sie kriegen eine 5-6% Rendite und das praktisch risikofrei, also solange die Bundesrepublik nicht weitergeht, wobei man sich da ja auch nicht mehr so ganz sicher sein kann heutzutage. Ja. So, also, aber ich sag mal, ist relativ sicher und man tut auch noch was Gutes. Und ich glaube, diese Initiative aus privaten, die Bundesregierung, Geschäftlichen, dass die Kombination, wenn wir das ans Laufen kriegen, dass sich Gutes tun auch noch lohnt, ja, dann glaube ich, dann wird das Ding ziemlich schnell ans Rollen kommen. Und ich bin da sehr zuversichtlich,
das, was es in den nächsten 6 bis 12 Monaten so stehen haben, dass das System dann wirklich endlos funktioniert.